Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking von mir. Ich habe hier ein Bild von Teenie Schnickschnack bekommen, worauf ich schon, ja, man kann eigentlich fast Monate sagen, gewartet habe. Denn die erste Charge war direkt weg, weil es da ja immer noch zu Internetabstürzen kam. Und jetzt hatte ich halt sehnsüchtig darauf gewartet, dass die nächste Lieferung kommt. Und da war ich natürlich sofort am Start. Und ich mache ja auch gerade mein erstes Strassbild. Und dieses gibt es nämlich auch nur als Strassbild. Aber da ich mit dem Lama Lilly so gut zurechtkomme, habe ich da jetzt auch nicht mehr so große Bedenken. Mit drin war natürlich wieder ein Squishy. Und diesmal ein grüner Dino. Ist der nicht cool? Guck mal. Ja, meine Sammlung wird größer. Und wir schauen uns das Bild mal an. So. Und zwar spreche ich die ganze Zeit von der süßen Flora. Ich habe mir den Coverminder damals schon gesichert. In weiser Voraussicht, dass er sonst vielleicht nicht mehr da ist, wenn ich das Bild dann habe. Und das Ganze ist wieder ein 50x50 mit eckigen Steinen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Ich bin sehr gespannt, denn Flora habe ich selbst auch noch nicht gesehen. Ich hatte mich damals nur direkt verliebt. Und jetzt kam ja auch Blümi mit normalen eckigen Steinen. Und das hat ja auch so ein bisschen die Optik von Flora. Aber Flora ist für mich trotzdem etwas Besonderes, weil ich da jetzt so lange drauf gewartet habe. Und Lama Lilly werde ich, denke ich, auch diese Woche noch beenden. Und ja, oh, die Grüntöne. Ich liebe ja Grün- und Türkistöne. Und da komme ich hier, glaube ich, auf jeden Fall auf meine Kosten. Oh, guckt euch mal den Blick an. Das Ganze hat auch nur 35 Farben. Ich überlege gerade, was hat denn Lama Lilly? Lama Lilly hat mehr. Aber gar nicht so viel mehr. Ich glaube, nee, das kommt auch ungefähr hin. Oh, ist die cool. Ist die nicht schön? So, ich lege es euch mal so hin, dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr davon sehen. Oder zumindest das Wichtigste. Wir schauen uns das Toolkit an. Es ist wieder eine Zusammenarbeit mit Sandrietta AI. Davon habe ich jetzt hier schon einige Bilder. Das Lama ist ja auch von Sandrietta und Blümi und etc. natürlich auch alle. Schiffchen, Squishy, Vierer, dünne Aufsätze, was ich sehr begrüße, denn ich liebe die schmalen Aufsätzer. Stift und Wachs. Ich brauche von den Sachen eigentlich nur den Aufsätzer und das Wachs. Und ja. Toll. Toll, toll, toll. Ich finde das ja auch so toll, dass die Sticker da jetzt immer mit bei sind. Und dann würde ich doch mal sagen, schauen wir uns die Mega-Farben mal an. 310 ist zweimal. .955 ist auch zweimal, das ist so ein helles Grün. Die .958 ist sogar dreimal. Die .959 zweimal. Ui, die .3808, das ist wohl so ein Türkis, ist ganze 5, 6, sechsmal. Oh, hier. Guckt euch das an. 38, 12. Zweimal. Aber die ähneln sich alle sehr. 38, 12 ist zweimal. 38, 16 einmal. 38, 18 ist viermal. Viermal. 38, 46 ist nochmal zweimal. Oh.
Als ich damals gehört habe, dass es das nur als Strass gibt, da war ich echt enttäuscht. Aber jetzt, wo ich Lama Lilly in Strass gepaintet habe, finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Fussel allerdings hatte ich mir jetzt in normalen Stein geholt. Und sofern es den Fuchs Finn noch gibt, wenn ich das nächste Mal bestelle, dann wird der auch mit normalen Steinen bei mir einziehen. So. Das ist auf jeden Fall die Flora. Die ist jetzt bei mir eingezogen, endlich. Klebekraft ist super. Ach, ein Traum. Flora ist einfach ein Traum. Aber ich werde jetzt nicht als nächstes gleich wieder ein Strassbild painten. Das muss jetzt noch ein bisschen warten. Und gleich werde ich euch noch ein Unpacking mehr machen, denn es ist noch ein Bild von ihr eingetrudelt. Das mache ich aber in einem zweiten Video. Und schreibt mir doch mal, wie euch Flora gefällt. Also ich finde die Farben, das wird der Hammer. Das wird richtig schön. Schaut euch das mal an. Die Blumen hier. Sieht ja fast aus wie so Wasserpflanzen, ne? Das wird bestimmt toll. Und ja, das ist die Flora. Ich werde mich gleich noch einmal mit einem Bild zurückmelden. Ich hatte zwar gehofft, dass die letzten beiden Bilder jetzt in eins kommen, aber das andere kommt doch erst morgen. Dann mache ich es halt doch in einzelnen Videos. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über Daumen nach oben freuen. Über eure Kommentare sowieso und natürlich auch über neue Abonnenten. Und erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Es sind zum Glück einige geworden und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Unpacking wieder. Bis dahin, tschüss!